War gerade Freddy. Stopp, stopp, stopp. Kannst du gerade wieder reden? Ja, das geht ey. Oh, wie schießt so. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute liegt ein 3-Act und heute ist Freddy. Und das Raffi Mira. Whatever. Whatever da. Und ja, heute liegen wir mal wieder real in Irrsinn. Wir haben 3 Videos ausgewählt. Wer dive jetzt right in das reale Irrsinn. So. Deutschland im Jahr 2021. Das einstige Vorzeigeland ist bei Bauprojekten zu einem planungspolitischen Pflegefall geworden. Stuttgart 21. Der Hauptstadtflughafen BER. Die Elbphilharmonie. Eine Kakophonie des Scheiterns. In Aachen kommt es zum nächsten Super-GAU beim Bau. Diesmal geht es um eine Brücke. Es war immer schon ein Kindheitstraum, eine eigene Brücke zu besitzen. Diesem Traum ordnet der Aachener... Ja, ey, so kann wahrscheinlich drei Menschen sich verwirklichen. Absolut. Absolut. Milliardär Julian Bam alles unter. Wie bei jedem was gesagt, Milliardär? Aachener Internetmilliardär Julian Bam alles unter. Was ist Obermilliardär? Was ist denn YouTube-Milliardär? Ich glaube, die haben es aber eh nur gerade so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also wenn sie es auch so ein Video macht, nicht? Also Millionär kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ja, Milliardär? Nein. Ich glaube, sie haben es ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ja, kann sein. Ja, das ganze Video basiert ja ein bisschen auf das. So wie es ein bisschen uns gesehen nicht. Wie bei jedem überdimensionierten Bauprojekt wurden auch hier Bauvorschriften missachtet, mit schwerwiegenden Folgen. Wir hatten halt ein schwieriges Dilemma gehabt noch, dass wir die Brücke einmal rausnehmen mussten und wieder reinsetzen mussten, weil die war 1 Millimeter verschoben. Aber das Ding wiegt halt auch 200 Kilogramm. Für die umfangreichen Baumaßnahmen musste sogar ein Spezialbagger aus Chile eingeflogen werden, um diese exklusiven Aufnahmen beweisen. Ja, ist gut. Im Umfeld des Bauherrn regen sich nun erste Zweifel am Jahrhundertprojekt. Ja, die Scheiße. Das ist eine Brücke für nichts. Da ist Boden. Da ist drunter Boden. Warum braucht man eine Brücke für einen Boden? Ich glaube, das ist ein sehr dunkles Kapitel. Das ist so ein Scheiß, Alter. Weißt du, das Lustige ist, Asia, Asiat, ich, Freddy, weißt du, wie euer Freddy heisst? Ja, Asia heisst euer Freddy. Ey, ich bin dreimal drin. Das ist aber cooler. Ja, weil der so einen Bart hat. Nein, nicht einmal, das ist pummelig. Mach weiter. Jetzt zuerst schockiert, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass jemand sowas machen würde, ne? Aber Bauherr Julian Bam will von Kritik nichts wissen. Er sieht in der Brücke etwas Größeres. Wir haben hier verschiedene Wege, die nur über die Brücke bequerbar sind. Und es ist ja auch das fehlende Stück hier. Wäre die Brücke nicht da, hätten wir einfach ein grünes Loch hier. Hätten wir Wiese hier. Wir haben ja genug Wiese hier schon überall. Eine fragwürdige Sichtweise. Auch wehrlose Kreaturen werden nun unverschuldet in das Brückendebakel hineingezogen. So, hier haben wir Emma. Auch Emma verweilt hier sehr gerne. Ne? Ist auch so sein Zuflussort hier. Unfassbar. Wie die Kostenexplosion des Großprojekts. Der Stein allein hat 400 Euro gekostet. 400 Euro? Mhm. Das ist auf jeden Fall zu viel. Also auch 1 Euro wäre zu viel für eine Brücke über den Boden. Enttäuscht wenden sich nun einstige Weggefährten ab. Wir haben gesagt, wir würden dann es meiden, hier hinzukommen vor Ort und eigentlich dann auch nach der Corona-Pandemie es weiter bevorzugen, mit Julian im digitalen Austausch zu bleiben, damit wir uns das vor Ort nicht mehr angucken müssen. Ein weiteres Kapitel im großen Buch deutscher Bau-Desaster. He's wearing the Crocs, bruh. Ja, was hat das geheißen? Der Shed 400 Steine kostet. Ja. Der hat 400 Franken gekostet.
Mich interessiert nicht mehr, wie dir das siehst, dass du dort stehst. Weißt du, was für mich, für, was, was mich mehr interessiert? Wie der Preis war, den scheiß Poker von Chile zu holen. Aber die Investition war anscheinend für ihn noch mehr wert. Ja. Ja, wir schauen mal. Ja, aber. Was ist jetzt der Sinn von dem ganzen Video? Das ist einfach für ein bisschen Bloßstellung von diesen ganzen Sachen, was es so gibt. Für so ein bisschen zu extremisieren. Nehme ich jetzt mal an. So wie letztes Mal der Penisbrunnen. Nein, der Penisbrunnen verstehe ich nicht. Das ist ja witzig. Ja, das ist auch mal witzig, auf eine andere Art und Weise. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe einfach YouTuber drin genommen für den Fame. Meinst du? Nee. Ich glaube beides. Einerseits um die Dings, Bauherren von Deutschland, andererseits für den Fame, dass ich gerade noch den Push verkauft. Ja. Ich wollte einfach gerade den Allmann zeigen, wie sich der Allmann äußert an Sachen, die mir nicht passen. Ja. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Bitte. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Der reale Corona-Irrsinn. Das ist John Brendel. Er geht in die 9. Klasse der Oberschule in Winsen an der Aller. Na John, wie läuft's beim Homeschooling? Wenn ich morgens aufstehe, auf mein Handy gucken möchte und die ISF-App öffne, dann funktioniert es einfach gar nicht. Also es lädt nicht mal, es bleibt einfach nur stehen. Ja, das war so wait, schön. Wait, stopp. Nicht mal, es bleibt einfach nur. Jetzt habe ich den Frame verpasst. Was hast du jetzt? Was suchst du genau? Es bleibt einfach nur stehen. Yo! What do you mean, bro? Ah, jetzt ist gut. Wenn du Wish ein MacBook bestellst. Oh, ja, was wollt ihr sagen? Ich würde mich freuen, wenn es wieder funktioniert. Absolut. Ja, die Schulplattform iSurf braucht manchmal etwas länger, bis die Hausaufgaben geladen sind. Es dauert mal ungefähr so 20 Minuten, wenn es mal gut funktioniert. Manchmal funktioniert es auch gar nicht oder auch manchmal eine Stunde. Okay, das dauert hier noch. Schauen wir so lange nach Grasberg bei Bremen. Hier wohnt Frau Piepenbrink mit ihrem Sohn. Und der kleine Jakob hat von der Bundesregierung einen Brief bekommen mit einem Gutschein für FFP2-Masken für besonders schutzwürdige Personen. Der Irrsinn an dieser Geschichte ist, dass mein Sohn nicht nur vollkommen gesund ist und in keinster Weise eine Risikoperson ist, sondern mit 5 Jahren auch noch viel zu klein ist, als dass er eine Maske tragen dürfte. Und weil Jakob noch nie Post von der Bundesregierung bekommen hat, war er gleich in der Apotheke. Die Dame in der Apotheke meinte, dass die Briefe über die Krankenkasse verschickt werden und dass sie das per Hand machen. Und da könnte man ja schon mal in der Zeile verrücken. Daher sollten wir uns nicht weiter wundern. Fleht. John wundert sich auch nicht mehr. Fleht. Seht immer noch. Gewundert haben sich jedoch. Aber was ich ehrlich sage, ist, wenn die erste Phase von Online-Schooling, jetzt für uns seit Studenten, also das war so ein Puff, ich habe nichts gefunden. Von wann ist denn das Video eigentlich genau? Weiß man das gerade? Ich kann gerade schlecht nachlegen. Okay, ja, das könnte vielleicht jetzt in der Anfangsphase sein. Ja, das ist sicher zur Anfangsphase. Nein. Ist relativ was Neues. Ja, eigentlich schon. Okay. Monat, 2 Monate, 3, so in dem Stil. Warte, ich gebe gerade schnell die Daten. Und es war vor einem Monat. Ja, aber. Aber ja. Ja, immerhin. Ich glaube schon, dass es in der Anfangszeit aber recht schwierig war. Alter, die haben da so ein Puff gehabt. Ich kann mir gut vorstellen, vor allem auch Schüler, die nicht einmal auf das ausgestattet sind. Jetzt zum Beispiel vom KV her, wo ich weiss, ist viel einfacher. Also, viel einfacher sagen wir es nicht, aber ist die Möglichkeit schon eher da gewesen, das umzurüsten schneller als jetzt bei Schülern. Ja, das kann man vorstellen. Also, wir jetzt so eine Fachhochschule haben sowieso schon ein Programm gehabt,
alles drauf ist. Da wird sowieso immer die Präsentationen geteilt und Arbeit und whatever. Also es war nicht so ein grosser Umstieg gewesen. Also glaube ich, ich bin ja nur... Ich habe mal euch da sehen, darf euch auf sie das gehen. Nachher ist es geschlossen. Easy, machen wir weiter. Die Menschen am Krankenhaus Aurich, und zwar über Impfvordringler. Im Klinikverbund Aurich-Emden-Norden sowie im Klinikum Wittmund haben sich Teile der Geschäftsleitung gegen Corona impfen lassen, während das Pflegepersonal, das mit den Kranken in direktem Kontakt steht, auf den Impfstoff warten muss. Naja, war halt noch ein bisschen Serum übrig und der Geschäftsführer zufällig in der Nähe, also in seinem 30 Kilometer entfernt liegenden Wohnort. Das ist unmöglich. Für mich ist das Amtsmissbrauch, ganz ehrlich. Sie hätten vielleicht erst das Pflegepersonal noch mal direkt fragen sollen. Ja, schon? Ja, nee, dann wäre ja nichts mehr für den Herrn mit Bürojob da gewesen. Na, Jakob, wie gefällt dir dein Geschenk von der Bundesregierung? Vielleicht. Deine neue FFP2-Maske? Nicht gut? Naja, man sieht, die Maske ist Jakob ein bisschen groß, aber es ist ja bald Fasching. Ja, die wachsen, oder? Amüsiert hat sich auch die Lehrerin Kerstin Kehling aus Dassel. Und zwar über eine wichtige Mitteilung vom Landkreis Northeim. Witterungsbedingter Schulausfall inklusive Homeschooling. Nee, ist klar. Habe ich nur gelacht. Denn bitteschön, was hat denn Homeschooling mit Schnee zu tun? Wir haben uns herrlich darüber amüsiert, meine Kolleginnen und ich. Apropos amüsieren. Wie läuft's denn bei den Hausaufgaben, John? Leck mich doch. Jo, ey! Ey, ey! Ja. Wieso so? Jetzt also für auch so Homeschooling. Ihr wollt es eher nicht beurteilen. Weil Schaffen ist wahrscheinlich nur eins. Aber Schülen, also zuhören, stundenlang und zum Teil. Ich denke mir, ich passe genauso gleich auf, wie ich in der Schule würde aufpassen. Wirklich? Oder Mensch, ist es so? Ja. Ja, aber... Ich nein, abgesehen vom Ablenken oder so, weißt du, so in dem Sinne... Ich lenke mich auch gleich ab in der Schule, weißt du, meine? Also es geht mir nicht um zu ablenken, ob du Aufnahme von Heiger bist in der Schule oder daheim. Oder Filter jetzt zum Beispiel du checkst eine Aufgabe nicht oder so und dann kannst du gerade schnell der Banknachbar schnell zuflüstern oder so. Vielleicht machst du das jetzt über Chat, weißt du? Ja, das mache ich jetzt über Chat, aber genau. Aha. Oder so nach dem Unterricht ist ja meistens, also du gehst unser Schüler raus, hängert dann noch ein bisschen. Und da tust du wahrscheinlich den Bildschirm aufstellen, den Tag fertig und dann bist du weggefallen. Ja, schon, aber das Gemeinsame fällt noch fällt halt ein bisschen. Gut, ich habe es nur von Vorteil. Ich habe wenige Module, also ich habe ein Modul gehabt, das ich über Online-Schooling hatte. Und das ist, ja, das ist über Chat so. Geschrieben kann wie flüstern halt in dem Stil so. Also checkst du das, was du da sagst? Keine Ahnung. Ja. Okay. Aber da ich mehr Präsenzzeit habe, weil es ja in Schule ist, beziehungsweise meine ist und sekundäre Stufe. Freddy, du verschlafst schon ein paar weniger, habe ich. Ja. Ich bin gar nicht Kreuzfahrt. Diese Menschen sind Veganer. Sie verzichten auf jegliche tierische Produkte, auch im Urlaub, aus gutem Grund. Das Ganze drumherum mit dem Tierleid und dieser ganze Rattenschwanz, der dann folgt mit der Umwelt. First time for the environment. I think if we're going to have a sustainable future, we need to make the food system part of the conversation. Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Hey, Freddy! Man das besser leben als auf einem Kreuzfahrtschiff. Die Vasco da Gama ist zur ersten veganen Hochseekreuzfahrt aus Deutschland aufgebrochen. An Bord gab es nur tierfreies Essen auf dem Weg einmal quer durch die Ostsee. Die Reise führte über Danzig, Riga und Tallinn nach St. Petersburg und von dort über Helsinki und Stockholm wieder zurück nach Kiel. Das war eine wunderschöne Fahrt und wir haben das sehr genossen mit so viel veganen zu fahren. Ja, war großartig. Richtig toll. We wanted to do- ja, der andere hat ja richtig so gezwungenermaßen so. Ja. Also, wenn du das gerade gesagt hast, ist es so wie,
ja, mit so vielen Veganern und so, weißt du, so wie ein Kult, also so ja, unmöglich. Also wie, ja, hörst du drauf, wenn er es gerade gesagt hat? Gut, weiter. Ist toll. We wanted to join other vegans on this cruise and have a wonderful time on the Baltic, so we had an amazing time. Ja, amazing. Veganes Leben ist Klimaschutz, auch auf hoher See. Wenn man sich überlegt, wie viel CO2 spare ich ein, weil ich mich vegan ernähre, und wie viel CO2 verursache ich aber mit einer Kreuzfahrt, dann ist da ein erhebliches Missverhältnis. Eine Kreuzfahrt ist und bleibt per se sozusagen nicht klimafreundlich, sie wird auch niemals umweltfreundlich sein. Aber das ist doch zweitrangig, was das Schiff so an Schadstoffen rausbläst. Wichtig ist, was an Bord vom Veranstalter Vegan Travel alles für die Umwelt getan wird. Wir versuchen eben, auch wenn das für viele wiederum wie ein Widerspruch klingt, so nachhaltig wie möglich zu sein, indem wir eben mit Biokosmetik an Bord arbeiten. Unsere Shirts, die wir verkaufen hier, sind aus Biobaumwolle. Der Ruf des Unternehmens hat sich international herumgesprochen. Von überall her kommen die Menschen. Toronto, Canada. Wir sind die Kindermann-Familie aus Argentinien. Atlanta, Georgia. Das sind ja alles ganz schön lange Wege. A long way, but totally worth it. Ah, totally. And it's so evil. Aus Übersee nach Hamburg fliegen, um dann mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Ostsee zu schippern. Dass die Leute eben teilweise über sehr weite Strecken mit dem Flugzeug anreisen, dann ist natürlich die CO2-Bilanz komplett verhagelt. Ach, so oft macht man das ja auch nicht, so eine Kreuzfahrt. Das ist halt zumindest nicht als Veganer. I've been vegan for 5 years. This is the 10th cruise that we've been on with the same company, Vegan Travel. Oh. Yes, this is great. This is the future. Genau. Kreuzfahrt for Future. Das geht auch nicht nur freitags. Die Selte ist innen, wie so Holzbootchen oder Strohbootchen haben und selber rühren. Das war vegan für dich. Also das Problem hier ist anscheinend. Aber es geht jetzt nicht um den veganen Lebensstil von der. Es geht um Moral den Widerspruch. Und dann vom Klimaschutz her. Ja. Der Widerspruch in sich, dass sie vegan essen, um den CO2-Ausstoß von jetzt, wenn Tiere in die Metze gehst. Oder ja, das ist schon. Aber ich habe Kreuzfahrt. Wo Kreuzfahrt eines von den schädlichsten Transportmitteln ist. Also Boote natürlich. Ich glaube, dass die Company macht noch höher Geld. Ja, das könnte man sehen. Das ist richtig Geldmacher, weil es vegan ist, weil es neu ist. Aber ich glaube, die Leute, die da drauf gehen, die haben sich heute viel zu wenig damit auseinandergesetzt. Wenn sie so strikt waren. Wenn sie so strikt waren, hängst, ist ich auf das nie wieder eingeladen. Vielleicht sind sie neu im veganen Business, wer weiß. Gut, die hat es 10 Mal schon gemacht, aber in dem Fall hast du immer noch keine Ahnung. Aber nein, ich habe das Gefühl, kannst du den Kollegen sagen, ja, ich bin vom Wiegenkreuzfahrer gewesen. Weißt du, in dem Stil kann man es vorstellen. Ja, geil, die. Oder ich mache etwas für die Umwelt. Wiegen ist etwas für die Umwelt machen. Nein, oder? Ich gehe zum Wiegenkreuzfahrer, nicht normal. Nein, aber wenn Abo genau so denkst und du etwas für die Umwelt willst machen, dann machst du es aber. Dann gehst du aber nicht auf einen Kreuzfahrt. Das stimmt. Oder so, weißt du, was ich meine? Nein, es sind nur die Leute, es geht wahrscheinlich nicht für ums Erlebnis oder so. Ich weiß doch nicht, was sich dabei gedreht hat. Ja, wahrscheinlich schon. Geil. Einige gehen da aber. Weißt du, ich gehe jetzt zum Beispiel, ich hasse, ich bin Fleischesser. Ich gehe nicht auf ein Kreuzfahrtschiff und sage, ey, geil, auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es Fleisch. Ich gehe jetzt ins Kreuzfahrtschiff, weil es da Fleisch gibt. Nein, absolut nicht. Das ist ja, also in meinen Augen ein bisschen irrsinnig. Und ein bisschen widersprüchlich jetzt in dem Beitrag hier. Real der Rede. Sie sagst es, Pedro. Deine Meinung, Freddy? Er hat das gerade beides so vertreten und ich kann gar nicht drehen. Hast du keine eigene Meinung? Hast du nur doch drin? Nein, er hat es doch voll drin. Ich habe mal einen gekannt. Er hat gemeint, dass er ein Vegetarier ist. Und ist Bulle. Nein, der hat Eier gegessen. Biegeleier hat es den gleich gemacht. Und Fisch da bin ich gegessen. Gut, Fisch, das ist sowieso etwas anderes, wenn du das sagst, die eskalieren. Nein, das ist wirklich so. Ah nein, das war ja, aber wenn Pess gehört. Ja, so etwas, weißt du. So etwas. Aber ja. Aber, wenn ihr mehr von denen sehen wo wir vegane Kreuzfahrten machen sollen, dann.
abonniert diesen Kanal, vergesst nicht zu gucken auf TikTok, wer auf Instagram, dann könnt ihr eine Story sehen, wie wir in diesem veganen Kreuzfahrtschiff. Wie wir uns in diesem Kult integrieren. Wie in diesem Kult integrieren. Wollt ihr noch was sagen? Peace out. Jetzt Sonntagregen. Tschüss. So? Das ist ein Lüger. Ob die noch Akku hat oder nicht? Nein, die hat mit drauf gehört. Oh, der Geist. Jetzt müssen wir anschauen. Facecam? Ja. Wir sind das Video beenden machen, oder? Jetzt der 8. Ja, ich möchte gerade Cut machen.